Okay. Dieser Mod, dass wenn du einen Baum unten abholst, dass er der Rest zusammenbricht, aber jetzt hängt am Ende der Server und jetzt fällt gleich der komplette Baum um und wir sind hier oben. So, naja, Gott sei Dank hat sich den kompletten Baum umgelegt. Da hätten wir jetzt 3 Milliarden Holz oder so. So. Kommen wir jetzt. Ah, da drüben ist diese Insel. Da müssen wir uns doch nur von. Theoretisch von hier nach drüben bauen. Und ich mache aus den Holzdingern noch normales. Ja, aber wir normales können doch noch hier hochgehen. Hm? Wir können doch noch hier hochgehen. Ja, stimmt. Ist natürlich. Auch wo ist meine Axt? Nein, meine Axt ist kaputt. Natürlich auch eine Variante. Also ich kann hier halt nichts abbauen. Achso, ich könnte ja das abbauen. Die Blätter können wir noch abbauen, jawohl. Wo ich sehe gerade, die Wolken sind ziemlich hoch. Ich gehe mal in die Options, in die Snooper Settings. Ne, das war es nicht. Multiplayer Setting, Controls, Language. Wow. Controls? Ne, das war es nicht. Scheiße, ich bin gestorben. Oh Mann. Und jetzt, wie kommst du jetzt hier hin? Ja, du musst runter kleine Sachen holen. Ah, okay. Wo bin ich denn jetzt? Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Oh, weil wir die Betten abgebaut haben, das war eine scheiß Idee, sozusagen. Weil jetzt kommst du irgendwo raus. Ich glaube. Ja, ich hab's gemerkt. Oh Gott. Sag mir mal deine Koordinaten. Bist du überhaupt noch im Twilight Forest? Ja. Also ich bin 302. Plus. Ja. Plus, okay. Plus 302 und die dritte Zahl ist minus 269. Okay. Hier liegen die ganzen Sachen vom Butz. Ja, nimm die mal mit. Ich kann gar nicht alles aufsammeln. Ja, du musst die Rucksäcke einfach bepacken. Ah, stimmt. Ich bin natürlich wieder an dem verkackten Labyrinth gelandet mit den Dingern hier. Ach, also du bist bei minus? Ich bin bei plus 302. Okay, na, da kann ich ein bisschen laufen. Und die dritte Scheiße, Zahl ist minus 2. Das wusste ich nicht, dass man da irgendwo rauskommt, wenn man die Betten abbaut. Ja, normalerweise kommt man da halt am Standard-Spawn-Punkt der Welt. Was war es? Plus 2, plus 300? Plus 302. Okay. So, die ganzen Hexeschl-Essenzen hier, das ist das Wichtigste. Hier ist noch ein Rucksack. Eieiei, das Butz. Ja, da kann ich doch nicht riechen. Da kann nur das Butz wieder was dafür. Ja, woher soll... Ja, ich Idiot hab Gravel dahingestellt. Kann ich doch nichts dafür. Jetzt bin ich natürlich hier wieder in einem komischen, verkackten Wald. Kann ich hier wieder durchmarschieren. Butz hier allein im Wald. Sehr amüsant. Ja. So, hier haben wir noch Butzis Schwert. Das ist auch ziemlich wichtig. Und die Rüstung. Und Eisen und noch ein Rucksack. Ich glaube, das war alles. Baby Butz hit the ground too hard steht hier. Das Baby Butz. Ah, dürfte nicht lang dauern, dann bin ich wieder da. So, also 302. 302, was war's noch? Minus 269, die dritte Zahl. Okay, ich bin bei plus. Und dann, wenn du diesen grünen Punkt wieder auf der Karte siehst, dann weiß der, wo ich bin. Diesen grünen Fleck. Also ich bin jetzt hier. Erstmal ist hier ein ewiges, riesiges Sumpfgebiet. Okay. Siehst du den grünen Fleck wahrscheinlich noch nicht? Also was war es, 302? 302 und minus 272, die dritte Zahl. Hä? 302? Okay, hier macht's. Minus 272, das ist super. Kann ich doch hier wieder entlang marschieren. Ich versuche in der Zeit schon einen Weg rüber zu bauen zur Insel, dass wir da irgendwie hinkommen.
Und mal schauen, was das sein soll. Ich meine, das ist irgendeine Feeninsel mit Akrofeen drauf oder sowas. Das kann auch sein. Oder am Ende ist es überhaupt nichts Besonderes. Ja, aber dann haben wir es wenigstens mal gesehen. Ja. Das ist doch auch nicht verkehrt. Das stimmt, ja. Ich hoffe nur, dass ich jetzt... bei mir hat es hier gerade Meteoriten oder so komische, merkwürdige Geräusche gemacht, als ob irgendwas hinter mir ansaust. Okay, ja. Interessant. Oh, ich laufe jetzt aber auf kein Labyrinth zu. Na dann lauf drumherum. Nachher laufe ich hier entlang und da kommt die komische Hydra. Das war nicht so gut. Nein. Auch jetzt shifft's auch noch. Du musst das jetzt auch noch schiffen. Hier ist so ein komisches Gebilde. Was für ein Gebilde? Keine Ahnung, aus Stein. Kannst du dir da mal einen Marker machen? Ja, aber hier ist nichts. Okay, dann wird da nichts sein. Die Hydra wäre da nur, wenn da wirklich ein Viech halt drin wäre. Okay, hier sind so lauter bunte Blätter außenrum. Okay. Naja, wärmer zur Not sieht man das ja dann immer noch in deinem Video, wo du warst. Ja, das ist auch so ein... direkt so ein... so ein... falls es jetzt irgendwie wichtig ist. Ja, das wird nichts so Wichtiges sein. Na, wer weiß, wer weiß. Hey, ich bin in eine Höhle gefallen. Ist schon wieder runtergefallen irgendwo? Ja, in eine Höhle, aber das ist nicht so schlimm. Okay. Brauche ich mich einfach wieder raus. Okay. Ich laufe mal einfach rum und fliege mal in irgendwelche Löcher rein. Das ist typisch Putz. Das ist typisch Putz, ja. So. Eine Reise durch die Welt. Ich bin der Geile der Welt. Ja, ich glaube auch. Also irgendwie langsam glaube ich, dass ich zu fett bin. Weißt du warum? Nee. Ständig fliege ich von irgendwelchen Dingern und muss immer so viel laufen. Das kann doch nur ein Zeichen sein, oder? Ich glaube nicht. Ist doch kein Zeichen. Für was denn ein Zeichen? Ja, keine Ahnung. Was soll ich wissen? Was soll ich das wissen hier? Ach. Nix Zeichen seid. So. Das dauert noch ein kleines bisschen, aber ich bin unterwegs. Ja, ja. Dann ist wieder runtergefahren. Scheiße. Last your side. So. Last dish side. Was war's? 300? 302 minus 269, die dritte Zahl. Okay, ja, da muss ich noch ein bisschen laufen. Du Scheiße, wo bin ich denn schon wieder hier gelandet? Wie gesagt, lass dich Zeit. Ich will ja auch was erleben. Wirst du schon. Ich muss nur richtige Löcher runterfallen. So ist das halt mit den Löchern. Da muss man aufpassen. Also das war 302, 200... Minus 269. Minus 269. Da, das ist falsch. Hier wird es schon wieder mehr. Ah, 302. Mann! Da kommt kein Mann. Ich muss erstmal auf 302 laufen. Ich bin jetzt bei 380, 79. Mann. Und rennen will der Vogel hier, weil ich Hunger habe. Hä?
Das kann dann erst recht noch dauern. So. So, jetzt müsste ich doch langsam hier mal bei 302 sein, Mensch. Nee. Bald wirst du da sein. So, jetzt habe ich 302. Siehst du noch immer nicht das Grüne auf der Karte? Doch. Na, dann lauf dahin. Da bin ich ja. Genau. Ach, hier ist auch der riesige Baum. Ja. Dann bist du ja schon da beim Hochklettern, oder? Ja, ich kletter jetzt gleich hoch. Okay. Bin mit meinem Pflänzchen bewaffnet und komm. Und da drüben, das sind gleich zwei so Inseln. Und da ist so ein ganz, siehst du oben links auf der Karte den komischen einfach nur braunen Fleck? Ja. Da müssen wir auch mal gucken, was das ist. Das stimmt. Eieieiei. So, wo klettert denn das Putz? Ah, da kommt es an. Baum. Da kommt es angeklettert. Da kommt Butz. Jo, hallo. Da ist es wieder. Oh, ich komme. Ey, ich komme nicht hoch. Links hoch. Moment, ich baue hier mal das eine weg. Jetzt. Ja, jetzt komme ich hoch. Hoffentlich diesmal nicht runterfallen. Hab hier was baut in der Zeit? Yay, cool. Kleines Baumhaus. Kannst du mir mein Zeug geben, dann mache ich hier Betten hin. Okay. Moment, hier ist was für dich. Ja, das ist wieder Fall. Das ist was für dich. Der ist auf jeden Fall für dich. Ich glaube, das war auch noch deine. Das war auch noch deine. Das war bestimmt auch noch deine. Ja. Weiß nicht, schau dir mal am besten die drei Rucksäcke durch. Ich habe da auf dem Zeug reingemört. Da wird noch viel von dir sein. Ach du Scheiße. Oh, das hasse ich immer. Der ist leer. Also, sonst konnte ich es nicht aufnehmen, das ganze Zeug. So. Ja, keine Ahnung. Brauch auf jeden Fall fressen. Ich brauche auf jeden Fall fressen. Das müsste auch da drin. Ich habe hier auch noch 6 Fleisch. So, die liegen jetzt vor dir, vor deinen Füßen. Ja, das sind waren bestimmt meine. Möglich. Ja, klaus mir mein Fressen, ey. Ich glaub's hackt. Nee, ich dachte, hier oben ist so schön eine Unterschlupf, so ein kleines Baumhäuschen. Ja, hier sind die Betten. Hier, bau mal Betten auf. Ich muss Betten aufbauen wieder. Eisenholzrüstung, das ist von mir. Und das ist von mir. Eine Schaufel. So, Betten stehen. Dann klatsch mal aber hier auch mal gleich eine Werkbank hin. Einfach. Ja. So, schlafen. Schlafen? Geh schlafen. Ja, ich komm schlafen. Achso, ich habe eigentlich mein Männchen gemeint, das wollte jetzt schlafen. So, jetzt liege ich auch. Okay. So, guten Morgen! Ja. Es fehlt nur noch die kleine Bergziege, die ja sonst immer da ist. Die Bergziege. Ich habe gar keine Hose, ey. Keine Hose? Mm-mm. Müsste doch aber theoretisch drin sein, irgendwo in der Kiste. So, Putzi-Rucksack kommt hier rein. Was ist hier drin? Den tun wir auch rein. Nein. Video Settings, Distanz. Machen wir hier gleich mal den da. Butzi 2. Okay. Tun wir den rein. Dann haben wir hier was. Sind die leer? Ich mache mir hier an die Stelle gleich mal einen Marker. Okay. Und schreibe hin Baumhaus.
So. Jetzt haben wir hier an der Stelle auch einen Marker. Dass wir wissen, wo unser Baumhaus ist. Putzi 3. So. Okay. Wo bist du? Ich bin gerade draußen im Pissregen. Kann ich dir irgendwas helfen? Ich baue die Brücke. Wo bist du? Ich baue die Brücke. Ich bin bei der Insel draußen.